Mein Podcast 100 werden, jetzt verfügbar auf Apple Podcast und Spotify. Hey, schön, dass du da bist. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Luke und heute geht es ums Thema Minimalismus und Ausmisten. Allerdings wird das heute nicht das typische Minimalismus-Ausmisten-Tipps-Video. Ich denke, da gibt es schon eine Menge auf YouTube. Heute möchte ich, ich möchte in ein paar andere Bereiche gehen, denn nur die Hälfte der Punkte wird sich tatsächlich wirklich mit dem Ausmisten von Dingen beschäftigen und der Rest geht etwas deeper. Von daher, ich freue mich sehr aufs heutige Video und freue mich sehr, dass du da bist. Also, ich würde sagen, lass uns anfangen. Let's go! Bevor wir mit dem Video beginnen, ich will nicht immer darauf hinweisen, aber nur ganz kurz, ich habe dir natürlich auch ein kostenloses PDF erstellt, und zwar die 30 Tage Minimalismus Challenge, findest du unten verlinkt, ist komplett kostenlos, kannst du dir runterladen, denn da geht es tatsächlich darum, wie du innerhalb von 30 Tagen mehr Dinge losfährst, sozusagen. Der erste Punkt hat heute was mit geistigem Ausmisten zu tun. Ich will hier nicht zu esoterisch werden, deswegen werden wir direkt sehr, sehr praktisch, was ich damit meine. Aber wie du merkst, geht es nicht einfach nur um das Ausmisten von Dingen. Und zwar, was ich mit geistigem Ausmisten meine, ist, das bezieht sich vor allem aufs Arbeiten. Ich persönlich habe für mich bemerkt, und vielleicht hilft dir das ja auch, dass ich beim Arbeiten eigentlich nur in drei verschiedenen geistigen Mindsets sein sollte. Und zwar zum einen der Fokus, zum anderen die Flexibilität und zum dritten die Ruhe. Was meine ich damit? Mit Fokus meine ich, dass wenn ich tatsächlich arbeite, dann sollte ich sehr, sehr fokussiert an irgendetwas arbeiten. Und dann sollte ich auch dafür sorgen, dass sämtliche Störungen, sei es Anrufe, sei es irgendwelche Benachrichtigungen, ausgeschaltet und vermieden werden können. Natürlich ist das nicht immer 100% möglich, wenn zum Beispiel der Postbote oder so klingelt. Aber in dieser Zeit versuche ich mich wirklich nur auf eine Sache zu konzentrieren, sehr, sehr bewusst, und nehme das auch sehr, sehr bewusst vor. In dem zweiten Mindset bin ich flexibel. Das heißt, in dieser Zeit, das ist beispielsweise oft, wenn Vicky hier ist und drüben in der Küche arbeitet, switche ich immer so ein bisschen. Das heißt, ich stehe manchmal auf, gehe zu Vicky, mache was anderes. Und in dieser Zeit versuche ich eben Dinge zu machen, die, nicht so viel Fokus von mir abverlangen und die man eben so nebenbei machen kann. Und der dritte Punkt ist eben die Ruhe. Das heißt, ich nehme wirklich sehr, sehr bewusst sehr, sehr viel Zeit, um einfach mal gar nichts zu machen, beziehungsweise eben um nicht zu arbeiten. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das genau mit Ausmisten zu tun? Das gibt mir einfach im Kopf viel, viel mehr Ruhe und viel, viel mehr Frieden, wenn ich eben vorher für mich festlege, in was für eine Arbeitsphase ich dann gerade bin, und kann mich dann einfach deutlich besser auf die jeweilige Phase konzentrieren. Der zweite Punkt hat tatsächlich was mit Ausmisten zu tun, und die habe ich ja schon oft erwähnt, das ist die 2-zu-1-Regel. Das heißt also ganz einfach, wenn ich eine Sache kaufe, dann gehen zwei Sachen raus. Das sorgt eben dafür, dass dein Apartment eben generell leerer als voller wird. Und dann habe ich noch eine tolle Methode für dich, und zwar die Trash, Treasure und Transfer Method. Das ist Teil der Streamline Method. Und zwar beschreibt die, dass du eben sozusagen drei Boxen hast. Also das kannst du natürlich einmal im Kopf machen, aber eben auch wirklich physisch. Kannst du dir drei Kisten nehmen. Und die eine ist eben für Trash. Das heißt, da kommt sozusagen in Anführungsstrichen Müll rein. Alles, was weg kann. Die zweite ist für Transfer, das heißt alles, was weitergeleitet wird. Das können beispielsweise Sachen sein, die du verschenken möchtest, die du weitergeben möchtest, aber auch Sachen, die du verkaufen möchtest. Und die dritte Box ist eben Treasure, also Schätze. Da kommen eben wirklich dann die Dinge rein, die dir wichtig sind. Und so kannst du relativ einfach und relativ schnell eigentlich in jedem deiner Lebensbereiche, aber natürlich eben auch ganz einfach mit Dingen, feststellen, wie wichtig die Dinge für dich sind und ob sie eben dein Apartment verlassen sollten oder nicht. Und dann habe ich noch als dritte Regel die 90-90-Regel, auch eine sehr tolle Regel. Und zwar beschreibt die, habe ich ja auch schon erwähnt auf diesem Kanal, hast du dieses Ding in den letzten 90 Tagen gebraucht oder wirst du es in den nächsten 90 Tagen brauchen? Wenn die Antwort bei beidem Nein ist, dann kannst du es weggeben. Hier kannst du eben ganz einfach die Regel anwenden, denn das Tolle an dieser Regel ist, dass sie eben mehrere Monate mit in Betracht zieht und in der Regel auch mehrere Jahreszeiten. Wenn du dich jetzt beispielsweise im Herbst befindest, dann kannst du 3 Monate in den Voraus gucken, also in den Winter, und aber auch 3 Monate zurück, also noch in den Sommer. Und so kannst du eben besser beurteilen, ob du das Ding vielleicht oder ob diese eine Sache für dich jahreszeitenabhängig ist oder nicht. Dann der dritte Punkt, und das ist ein richtig toller Punkt, und der bezieht sich auf alles, egal ob jetzt Dinge oder Freundschaften, Beziehungen, whatever. Und zwar start over, beziehungsweise beginne nackt. Das heißt also, stell dir wirklich vor,
Das kannst du sogar einfach auch machen. Du könntest all deine Klamotten aus deinem Schrank ziehen, du könntest dich nackt in deine Wohnung stellen und dann suchst du dir jedes einzelne Teil raus, was du gerne anziehen würdest. Natürlich kannst du dich alles auf einmal anziehen, aber du weißt, was ich meine vom Gedanken her. Denn dann merkst du, was du eigentlich wirklich benötigst in deinem Leben und was nicht. Das ist eine richtig tolle Methode, weil die kannst du beispielsweise auch anwenden auf Schränke, also beispielsweise auf deine Küchenschränke zum Beispiel, wenn es um sowas geht wie Gewürze, willst du die ausmisten oder willst du die nicht ausmisten, aber auch für dein Handy, zum Beispiel auch für YouTube-Abos. Du könntest zum Beispiel auch, wenn du dir sagst, boah, weißt du was, ich habe viel zu viele Abos auf YouTube oder Insta oder wo auch immer, könntest du alle rauswerfen und dir dann gezielt die neuen raussuchen, beziehungsweise die raussuchen, die du eben noch schauen möchtest. Hoffentlich bin ich auch dabei, aber was ich damit meine ist, so weißt du eben, was dir wirklich wichtig ist und was eben vielleicht nicht so wichtig ist. Der nächste Punkt ist auch ein richtig toller Punkt, der bezieht sich wieder mehr aufs Ausmisten und mehr aufs Organisieren zu Hause. Und zwar hab einzelne Module. Kennst du bestimmt, kennt eigentlich jeder, ist aber was, wenn man es sich bewusst macht, sehr, sehr powerful ist. Und zwar, was meine ich damit? Und zwar hab einzelne Bereiche in deiner Wohnung, wo du bestimmte Gruppen von Dingen liegen hast. Beispiel. Ich habe zum Beispiel an meinem Schreibtisch, habe ich mir jetzt ein kleines neues Regal angebaut für meine Objektive und meine Kameras. Das bedeutet also, dass alles rund ums Thema Videografie ist jetzt an meinem Schreibtisch. Mein Laptop, meine Speicherkarten, meine Festplatten, meine Objektive, meine Kamera, alles befindet sich an einem Ort. Beispiel, zweiter Punkt, ist hier mein kleiner Schrank. Und zwar habe ich da drin meine ganzen Schreibsachen. Das heißt also Schere, Teser, Stifte, Taschenrechner, sowas. In der Küche beispielsweise habe ich jetzt einen so einen Hängekorb. Da sind all meine Holzsachen drin. Das heißt, wann immer ich beim Kochen irgendwas mit Holz brauche, dann weiß ich immer, okay, das hängt auf jeden Fall da, weil ich das immer an einer Stelle sammle. Und das gibt dir einfach deutlich mehr Ordnung bei dir zu Hause und deutlich mehr Freiraum. Denn wenn du eben einfach mal was suchst, musst du nur noch in Kategorien denken und weißt dann hoffentlich direkt, wo du die geparkt hast, weil du eben zu Hause alles in Modulen organisiert hast. Und der nächste Punkt, und der geht wieder etwas ins Geistige, ist aber, finde ich, extremst wichtig und hat mein Leben sehr, sehr verändert. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sagen wir, dein Gehirn ist dafür da, um Ideen zu entwickeln und nicht, um sie zu speichern. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, du solltest irgendwas haben. Ist ganz egal was. Ob es ein Zettel ist, den du immer bei dir hast, oder ein Buch oder dein Handy, wo du all die Ideen, die du hast, zu jeder Zeit loslassen kannst. Denn das Ding ist, wir haben so unglaublich viele Ideen, aber oftmals gehen sie wieder verloren. Und dein Gehirn ist eben nicht dafür da, um diese ganzen Ideen zu speichern, sondern es ist dazu da, um sie zu entwickeln. Und ich denke, es ist unglaublich wichtig und befreiend für deinen Prozess, was auch immer du erreichen möchtest, dass du all diese Ideen einfach aus deinem Gehirn raussaugen kannst, sie aufs Blatt Papier bringen kannst oder auf dein Smartphone und sie dann dort liegen lassen kannst. Finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin jetzt gerade dabei, das neu zu entwickeln, dass ich auch abends immer irgendwas neben meinem Bett habe, wo ich schreiben kann. Denn oftmals haben wir ja abends gute Ideen und denken uns dann, ach komm, mache ich morgen. Aber dann ist natürlich die Idee morgens wieder weg. Und wenn ich diese Idee nicht mehr habe, wenn ich beziehungsweise morgens nichts zum Schreiben habe, also nichts neben meinem Bett liegen habe, dann mache ich das abends so, dass ich ganz bewusst die Idee laut ausspreche und mit meinem Finger an die Wand in Anführungsstrichen zeichne. Also zum Beispiel irgendwie, ich sag mal jetzt YouTube-Video. Denn dann habe ich sozusagen drei Sinne angesprochen. Und zwar zum einen eben den visuellen, dass ich das geschrieben habe, dann aber eben auch den haptischen, weil ich mit meinem Finger eben natürlich die Wand berühre, die Buchstaben fühle sozusagen, aber natürlich auch den akustischen Sinn, weil ich es laut ausgesprochen habe. Und mit dieser Methode habe ich tatsächlich geschafft, dass ich meine Ideen morgens, die ich dann abends hatte, immer noch weiß. Also eine sehr, sehr tolle Methode. Und die letzte Methode hat auch wieder was mit Ausmisten am Tag zu tun, minimalistisch Leben am Tag, und zwar Make a Highlight. Ich würde dir empfehlen, dass du jeden Tag die Gedanken darüber machst, dass du ein einziges Highlight am Tag hast. Ich empfehle dir das Buch Mehr Zeit. Das ist ein richtig geniales Buch. Und zwar beschreibt das eben, dass wir pro Tag eigentlich nur eine Hauptaufgabe haben sollten, der wir nachgehen. Und alle anderen Aufgaben sind sekundär und
sollten wir erledigen, müssen wir aber nicht. Das sind also eher so, ich sag mal so, Maybe-Sachen. Das klingt jetzt erstmal relativ wenig. Das Tolle ist aber daran, dass wenn du dir vorstellst, dass du jeden Tag eine etwas größere Sache richtig gut machst, wenn du das hochaddierst auf das ganze Jahr, dann machst du 365 Dinge im Jahr richtig gut. Und das addiert sich eben unglaublich und ist deutlich, deutlich produktiver langfristig gesehen, als wenn du jetzt jeden Tag irgendwie mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen was machst und immer zwischen Aufgaben hin und her switcht. Denn das Switchen zwischen Aufgaben, mache ich aber nochmal ganz gerne auch ein eigenes Video, das ist für die Produktivität der größte Killer. Man verliert da so unglaublich viel an Produktivität, da gibt es auch richtig spannende Rechnungen zu, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls, was ich sagen wollte, make a highlight, also hab ein Highlight am Tag, ist auch eine richtig tolle Methode, einfach um hier oben auszumisten und um dich auf eine wirklich wichtige Sache zu konzentrieren. Und das war's. Das war's mit dem heutigen Video. Wie gesagt, etwas anders. Ich hoffe trotzdem, es hat dir sehr gefallen. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn wir uns nächste Woche beim nächsten Video wiedersehen. Genieß deine Woche, genieß dein Wochenende. Bis dahin, Luke. Ich frage mich gerade selber, wie man so viel grinsen kann.